Ich muss raus. Ich bin wieder infiziert. Der Reisevirus ist in mir. Also den Wohnwagen anhängen und ab. Sogar bei uns im Rheinland hat es ein bisschen geschneit. Und das sind schon mal gute Vorzeichen für mein Ziel. Denn für das, was ich in den nächsten Tagen vorhabe, brauche ich unbedingt Schnee. Und tatsächlich, ich habe Glück. Hier liegt wirklich Schnee. Schnell wird das Vorzelt aufgebaut. Die Schleuse ist mir wichtig. Darin kann ich die nassen Klamotten aufhängen und auch kochen. Ich schaue mich mal auf den Platz um. Der Campingplatz ist von Dauercampern geprägt. Viele haben an ihren Vorbauten Accessoires hängen, die darauf hinweisen, dass wir in einem Wintersportgebiet sind. Einige Camper besitzen skandinavische Wohnwagen. Die sind aufgrund ihrer nordischen Ausstattung natürlich besonders geeignet für diese Jahreszeit. Einige der Campingfreunde sind auch hier. Big Brother is watching you. Ich will mal wieder auf die Bretter. Winterberg ist für mich das nächstgelegene Skigebiet. Los geht's. Ich habe mir eine Loipe bei Gerkhausen ausgesucht. Aber leider spielt der Wettergott nicht mit. Es regnet und es taut. Also fahre ich mal nach Winterberg. Zwischen Zwischen und Winterberg liegen etwas mehr als 300 Höhenmeter. Das sieht man sofort an der Schneehöhe. Die Lifte laufen und es ist ordentlich Betrieb. Auch das Wintersportzentrum mit seinem Eiskanal liegt direkt neben dem Campingplatz. Heute finden hier die Weltmeisterschaften im Rodeln statt. Aber das interessiert mich nicht so. Ich schaue mich lieber noch ein bisschen um.
Die nahen Ski- und Rodelstrecken interessieren mich da mehr. Ich sehe auch einige Langläufer. Das inspiriert mich doch für morgen. Auch das Winterberger Biathlonstadion finde ich. Maren Hammerschmidt ist hier zu Hause. Jetzt wird es Zeit, zum Wohnwagen zu fahren. In Antholz findet heute der Massenstart statt. Leider ohne Maren, weil krank. Gelb. Gleich geht's los. Die 30 besten Athletinnen momentan. Und auf geht's. 12,5 Kilometer, fünfmal die 2,5-Kilometer-Runde. Und gleich von Anfang an geht's hier. Als ich am neuen Tag wach werde, ist es weiß. Kräftig hat es geschneit. Ich fahre mal hoch zum kahlen Asten. Eine der höchsten Erhebungen in Nordrhein-Westfalen. Aber hier ist es mir zu ungemütlich. Heftiger Wind, gepaart mit Schneefall. Das ist nicht gerade einladend zum Langlauf. Also fahre ich zum Albrechtsplatz. Ab dem Parkplatz gehen Loipen los. Aber auch hier habe ich schnell die Nase voll. Nach 7,5 Kilometern komme ich wieder am Auto an. Heute will ich wieder auf die Bretter. Ich fahre zum Langlaufzentrum Winterberg. Bei dem Sonnenschein macht das doch gleich doppelt Spaß. Doch der Sonnenschein hält nicht lange an. Ich habe mir die Bremberg-Loipe Nummer 4 ausgesucht. Die ist ca. 5,7 Kilometer lang. So, jetzt habe ich mir schöne, nasse Füße geholt. Denn ich habe meine Gamaschen nicht dabei. Laut Internetportal Sauerland sollen die Loipen hier oben am Bremberg alle gespurt sein. Aber es war nicht eine Loipe gespurt. Früher hat man gesagt, Papier ist geduldig. Und heute spricht man von Fake News. Also gehe ich jetzt mal in die Skihütte. Mal was Warmes trinken und ein kleines bisschen abtrocknen und aufwärmen. Mein letzter Tag beginnt. Heute ist Wandertag. Der Wetteronkel hat für heute Schneefall gemeldet. Aber das kann mich doch nicht davon abhalten, wandern zu gehen. Oberhalb des Ortes Zwischen finde ich ein Wintersportgebiet.
Neben Skipisten finden sich auch Rodelang und Loipen. Ich laufe in den Ort. Das Sauerland ist eine waldreiche Gegend. Deshalb hat man dem Holzfäller eine Plastik gewidmet. Nicht weit davon finde ich ein Mühlrad. Eine Reminiszenz an ein Sägewerk, das es früher hier einmal gegeben hat. Später wurde das Mühlrad durch Turbinen ersetzt. Dadurch wurde die Arbeit noch effizienter. Genießt mit mir einige Impressionen. Mich zieht es zurück zum Wohnwagen. Ein Glühwein tut jetzt gut. Was sagst du? Mein Film hat dir gefallen? Ja, dann abonnier doch meinen Kanal da unten. Und dann wirst du auch ganz schnell informiert, wenn ein neuer Film online ist.